So, soll ich die Einleitung machen? Möchtest du die machen? Ich dachte, weil du so viele Bücher hast. Okay. Okay. Hallo. Hallo. Hi. Es ist wieder Zeit für Neuzugänge. Wir haben wieder 3 Monate mehr oder weniger intensiv Bücher geshoppt und gucken jetzt mal, was so in den letzten 3 Monaten bei uns eingezogen sind. Ist. Ja, genau. Ich habe mehr geshoppt, Jana weniger. Ja, ich kann voller Stolz behaupten, dass ich echt, also ich habe nur 2 Bücher selbst gekauft in den letzten 3 Monaten. Alle anderen habe ich geschenkt bekommen. Krass. Jana, warum? Weil ich mich total unter Kontrolle habe. Cool. Super. Nein, es war tatsächlich eigentlich gar keine großartig bewusste Entscheidung irgendwie. Okay. Ja, ich hatte die bewusste Entscheidung, wenig zu holen und bin dann doch irgendwie bei 10 Büchern gelandet am Ende. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Insgesamt sind es bei mir übrigens 5, habe ich gar nicht gesagt. Ja, 5 relativ dicke auch. Ja, eins habe ich schon gelesen. Sehr gut. Du? Ich habe auch eins, zwei habe ich schon gelesen. Die beiden, die. Ach so, nee, dann drei. Ach so. Ja, dann. Drei habe ich schon gelesen. Das sieht aus, als Von würdest du es zehn. gerade Tue lesen. ich auch. Ach Cool. ja. Dann würde ich sagen, du startest. Ja, das sieht so aus. Genau. Ja, also, ich fange an mit einem Buch, das ich mir geholt habe, weil ich die Einladung zur Jahrestagung in Wolfenbüttel bekommen habe. Vom Übersetzertreffen. Genau. Und da stand drauf, wir haben nämlich sonntags immer eine Veranstaltung, wo ein Autor oder eine Autorin auf die ÜbersetzerInnen treffen und quasi erzählen, wie es denn so war, wie schwer die Übersetzung war und so weiter. Und der Gast dieses Jahr war Sascha Stanisic. Und deswegen habe ich endlich mal ein Buch geholt, das ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste stehen hatte, nämlich Herkunft. Und ja, das ist bei BTB erschienen und wie ihr seht, lese ich das gerade. Also ich habe das vor der Lesung angefangen und bin jetzt immer noch dabei. Witzigerweise habe ich jetzt angefangen, das parallel zu hören, weil ich nämlich festgestellt habe, dass Sascha Stanisic ziemlich gut vortragen kann. Und du liest das Er selber? liest es Ah, das selber. ist cool. Was richtig cool. Das ist zwar gekürzt, das Hörbuch leider. Das heißt, ich muss einige Kapitel dann doch selbst lesen, die rausgeschnitten sind. Okay. Und der ist auch lustig, weil der bei der Lesung auch ganz viel ergänzt hat und die Übersetzerin, die saßen da so, das steht gar nicht in meinem Manuskript. So. Schön. Das war super lustig. Also der hat uns wirklich gut unterhalten. Was auch nötig ist, weil wir samstagsabends immer eine etwas längere Party haben und sonntags alle dementsprechend müde sind. Und da ist es dann schön, wenn man einen Autor hat, der Bisschen Show Pep macht. reinbringt. Genau. Es hat auf jeden Fall gemacht und es war richtig cool. Und natürlich habe ich das dann auch noch signiert bekommen. Wie ein kleines Fangirl. Ja, ein bisschen gefangirlt habe ich. Ja. Ja, und jetzt, also ich lese es zwar langsam, aber ich lese es mit sehr, sehr viel Genuss, weil die Cool. Sprache auch wirklich toll ist. Großer Fan. Sehr schön. Ich glaube, da habe ich alles gesagt, ne? Ja, außer da, worum es geht, hast du nicht Ach gesagt. so, ja, es geht um Herkunft. Ah ja, okay, danke. Weiter. Nein, es ist echt so, dass er sich auf vielen verschiedenen Wegen der Bedeutung von Herkunft nähert. Ah ja. Also, was das alles heißen kann. Darum geht's. Es ist keine chronologisch erzählte Geschichte, sondern so, ja, wie soll man das sagen, Anekdoten aus seinem Leben oder welche Erfahrungen er halt gemacht hat mit Herkunft, wann sie eine Rolle spielt, warum sie eine Rolle spielt und so weiter. Ja, sehr, sehr cooles Buch. Schön. Mehr werde ich dann im Lesemonat Juli erzählen. Wahrscheinlich. Ich denke mal, bis dahin bin ich wohl durch. So, mache ich direkt weiter? Als zweites habe ich mir geholt von
Ja, Jazi, ein erhabenes Königreich, erschienen bei Dumont und übersetzt von Annette Grube. Ja, ich habe heute meine Notizen mal ein bisschen anders gemacht. Das ist noch ein wenig gewöhnungsbedürftig für mich. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, damit man weiß, worum es geht, weil mehr weiß ich halt auch nicht darüber. Als Kind bewunderte und fürchtete Gifty ihre Mutter, deren Glaube ihr die Kraft zu geben schien, alle Schwere zu überwinden. Doch selbst in ihrer Gemeinde blieben Mutter und Tochter als schwarze Außenseiterin. Als erwachsene Frau setzt Gifty auf die überprüfbaren Fakten der Wissenschaften, um Leid zu vermeiden. Welchen Weg soll sie wählen, um die Mutter zu retten, die an der Trauer um den verlorenen Sohn und den abwesenden Ehemann zu zerbrechen droht? Ich finde den jetzt nicht super aussagekräftig, den Klappentext. Klingt ein bisschen nach Noch nicht. schwerer Kost. Ja, genau, ja, darauf bin ich eingestellt. Und mir ging es aber einfach nur darum, dass ich mal was von der Autorin lese, weil ich schon sehr, sehr viel Gutes von ihr gehört habe. Okay. Deswegen habe ich das beim letzten Mal shoppen mitgenommen. Da war ich dabei, ne? Ja, aber wenn Düsseldorf mal wieder. Okay, dann starte ich mit dem ersten, was bei mir eingezogen ist. Das ist nämlich War and Queens von Jennifer L. Armentrout. Das ist Band 4 der Blood and Ash-Reihe, wo ich Band 1 bis 3 schon gelesen habe. Und Band 4 ist im April, glaube ich, erschienen. Ich hatte das vorbestellt. Und ja, man kann ja über so Folgebände immer nicht so richtig viel sagen, ne? Aber Blood and Ash habe ich ja auch schon mehrfach erzählt. Es geht um Poppy, die Jungfräuliche, die sehr zurückgezogen leben muss und niemand darf mit ihr sprechen, niemand darf sie berühren. Und dann kriegt sie einen neuen Leibwächter, Hawk, der ihr ein bisschen den Kopf verdreht und dann passieren sehr viele Dinge. Ja. Du hast das schon so oft vorgestellt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich hätte es auch schon gelesen. Das glaube ich nicht. Ich verrate ja nie, was passiert. Nee, aber trotzdem, irgendwie ist es so, ah ja, Poppy und Hawk. Genau, Ja. genau. Ja. Ja, ich habe im Schirm. Genau. Band 3. Achso, übersetzt übrigens von Sonja Rebeneck-Heidegger und erschienen bei Heiner wie die anderen drei Bände auch. Also es ist Band 4. Genau. Entschuldigung, kann ich nicht so Nee, dazu sagen. ich habe gerade überlegt, so, ob du nach Band 1, warst du da schon so extrem drin? Nee, also ich finde die Geschichte an sich cool. Ich habe zwischendurch ein bisschen Probleme mit dem Erzählstil, weil die so sehr repetitiv und sehr redundant Das war erzählen und das, immer alles stimmt. sehr ausgiebig und oft erklärt. Und ich denke manchmal so, ja. Habe ich Ich war verstanden. dabei. Ich muss es nicht nochmal wiederholen. Ja, das stimmt. Das nervt mich manchmal ein bisschen. Aber an sich mag ich die Geschichte und ich möchte natürlich jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Ja, klar. Und ja, ich weiß gar nicht, habe ich das im letzten Neuzugänge-Video vorgestellt? Es gibt ja diese Sequel-Geschichte dazu, die quasi viel, viel früher spielt. Und ich hatte irgendwann am Anfang immer mal gesagt, ach nee. Ich muss das nicht lesen und jetzt habe ich aber Band 1 auch im Regal stehen von dieser anderen Serie. Habe ich aber noch nicht gelesen. Okay. So ist es manchmal. Ja. Dann reizt es einen halt doch. Genau. So, dann mache ich mal weiter. Mach mal weiter. Und zwar mit einem Buch, das noch gar nicht erschienen ist. Schock. Ja. Wie kannst du das Es geht dabei um die Bücherjägerin von Elizabeth Bear. Und Elizabeth Bear, Elisabeth Bear ist eine deutsche Autorin. Elisabeth. Sollte ich dann vielleicht auch in Deutsch aussprechen. Und das habe ich auf der Leipziger Buchmesse geschenkt gekriegt. Genau. Und das soll am 15.08. erscheinen. Also es dauert jetzt auch nicht mehr super lange, bis es dann rauskommt. Und hier hinten wird es beworben mit ein bibliophiles Abenteuer. Und da war ich ja sofort schon, Es ach heißt ja ja! auch die Bücherjägerin. Ja, Also wenn es nicht bibliophil ist, was dann? ja. Richtig. Und man sieht auch hier auf dem Cover schon die Schildkröten. Ne? Das sind die Haustiere der Protagonistin und ich stehe auf Schildkröten. Ich finde die toll. Und ich stehe auf Schildkröten.
Das waren also die zwei Gründe, warum ich dieses Buch gern haben wollte. Ja, und es geht hier drin um Sarah, die ist Antiquitätenhändlerin und Restauratorin und etwas anders als andere Menschen und hat eben auch zwei Schildkröten als Haustiere. Und ja, diese Schildkröten heißen übrigens Bonnie und Clyde. Oh, toll, ne? Ja. So, und dann gibt es wohl auch noch einen Bibliothekar Ben, der eine alte Karte sucht und Sarah fragt, ob sie die mit ihm sucht. Und dann reisen die beiden nach England und Frankreich. Und die jagen Bücher. Wahrscheinlich. Ich frage mich, ob das so ein Roadtrip-Buch wird. Das weiß ich nicht. Das werde ich dann feststellen. Korrekt. Ja. Wie immer, wenn man ein Buch liest. Richtig. Ja, nee, aber ich fand das, also es hört sich für mich direkt gut an. Ich habe von dem Cover sogar auch so einen Beutel. Cool. Ja. Und da ist eine spannende Karte vorne drin. Ja. Eine sehr unübersichtliche Karte. Ja. Ich verstehe diese Sprache nicht. Okay. Ja. Genau. Ich muss direkt weitermachen, ne? Du musst immer zwei machen, weil du doppelt so viele hast. Okay, na gut. Ich habe mir, ich glaube auch auf der Tour in Düsseldorf, ne? Habe ich mir das geholt? Ja. Hast du mir das nicht so in die Hand gedrückt quasi? So, guck mal, Jenny. Das war reduziert. Willst du das nicht? Das war reduziert und du sagst immer, du liebst Jody Picoult. Ja, es ist ein Mängelexemplar. Genau. Und deswegen ist ein neues Buch von Jody Picoult eingezogen, nämlich Der Funke des Lebens. Bei Bertelsmann erschienen. Du hast auch einfach das genommen, ohne überhaupt zu lesen, worum es geht. Ja, Jody Picoult kaufe ich auch mittlerweile. Du standst schon an der Kasse und ich war auf dem, an dem Sale-Tisch und so, hier Jenny, okay. Ja, ich denke auch, Jody Picoult kann man blind kaufen. So. Kann man. Also ich kann das zumindest. Übersetzt ist das auch wieder von Elfriede Peschel. Und es geht um einen, das hat mich ein bisschen an 19 Minuten erinnert, weil auch hier geht es um einen Amoklauf, aber in einer Frauenklinik diesmal, nicht an einer Schule. Okay. Und es werden Geiseln gehalten und dann muss der Polizist, der Zuständige, mit dem Täter verhandeln und dabei erfährt der Polizist, dass seine Tochter in dieser Frauenklinik ist. Das heißt, mit festgehalten wird. Das wird also wieder ein sehr... Das klingt mega spannend. Ja. Ein sehr konfliktreiches Buch, denke ich. Ja. Ja. Klingt richtig gut. Mhm, finde ich auch. Deswegen ist mit Sicherheit kein Fehlkauf gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Okay. Also, jetzt bist du aber. Jetzt bin ich nochmal dran. Und zwar habe ich ein Buch geschenkt bekommen: und Anatomy von Dana Schwartz, übersetzt von Cornelia Röser und bei Löwe erschienen. Das stand auf meiner Wunschliste. Korrekt. Und weil ich einer Freundin zwei Belegexemplare von meinen Übersetzungen geschenkt habe, wollte sie sich gerne revanchieren und hat sich dann ein Buch von meiner Wunschliste gesucht, um mir das zu schenken. Ach. Ja, süß, ne? Ja. Finde ich auch. Es geht um Lady Hazel Sinnett, die gerne Chirurgin werden möchte, aber sie lebt in einer Zeit, in der Frauen das unmöglich ist. Und sie macht dann aber einen Deal mit einem Dozenten, der ihr sagt, wenn sie die Prüfung, die medizinische Prüfung besteht, ohne Unterricht zu nehmen, dann darf sie bei ihm studieren. So, und dann trifft sie glücklicherweise Jack, der Auferstehungsmann ist. Der gräbt Leichen aus und verkauft die zu medizinischen Lehrzwecken, keine Ahnung. Okay. Mit dem tut sie sich zusammen und der hilft ihr beim Lernen. Und dann finden sie aber an den ganzen Leichen immer irgendwelche sehr seltsamen Besonderheiten. Irgendwas scheint mit diesen Leichen nicht ganz zu stimmen. Und dann geraten sie in ein Netz aus Geheimnissen und Intrigen. Das klingt ein bisschen nach Grey's Anatomy in einem Buch. Ja, schön. Ich finde auch, dass das ganz cool klingt. Ja. Warum sieht das so aus an den Seiten hier? Sind das Weil da so dunkle Seiten sind. Ah. Aus irgendwelchen Büchern cool. Sind da irgendwelche. Sowas mag ich ja immer, ne? Ja, wenn ich mag das auch. Wenn das Layout ein bisschen aufgelockert ist. Ja, drin. Ein Zeitungsartikel. Also cool. Wenn da irgendwelche Bücher in Büchern drin sind. Ja. Ja.
Cool. Ja. Sieht gut aus. Finde ich auch. Und hast du das erkannt, das auf dem Cover, dass das ein Herz und eine Frau und so? Die Frau habe ich nicht erkannt. Ich sehe immer nur das Herz. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ja, cool, ne? Ja. Hier, das sieht aus wie ein Herz, aber es ist eine Frau von oben. Ich habe bisher das immer irgendwie nur so, ne? Ich meine, wenn man das generell sieht, denkt man zuerst einfach an dieses Herz. Krass. Tja. Verrückt. Ja. Die nicht alles mit Covern machen heutzutage. Schön. Mhm. Buch Nummer 5 bei mir. Das habe ich auch schon. Für 99-Jährige und Jüngere. Ja, das ist super, oder? Die Empfehlung, ich finde das klasse. Also, das ist ein großes Buch. Soll ich das festhalten? Damit kann man komplette Menschen verdenken mit dem Buch. Das Glück in dir, wie du dein Leben lebendiger machst. Geschrieben von Kobi Yamada und illustriert von Charles Santoso. Und übersetzt, musste ich hinten drin nachgucken, von Simone Fischer. Steht leider nur hinten in dem Impressum drin. Was bei Bilderbüchern ja. Ne? Ja, kann man aber auch anders machen, ne? Kann man auch anders machen, auch liebe anders. Freunde in dem Verlagswesen. So, jetzt muss ich natürlich dann auch noch sagen, bei welchem Verlag das erschienen ist. Genau. Bei Adrian und Wimmelbuch Verlag, den ich nicht kannte vorher. Nein, ich auch nicht. Ja. Steht auch nur im Impressum übrigens. Echt? Steht das nicht auf dem Buch drauf? Adrian und Wimmelbuch Verlag GmbH in Berlin. Süß. Sitzen die. Ach, guck mal, wie süß. Doch, das steht hier. Ah, hier ist so ein winziges Ding. Aber das konnte ich nicht zuordnen. Ding. Ja. Das Buch hat mir Andrea geschenkt. Meine Tante. Ich wollte gerade sagen, willst du auch sagen, wer Andrea ist? Ach, Andrea. Klar. Ja. Alles klar? Ja, alles gut. Gut. Ja, die hat mir das Geschenk auch bei Leipziger Buchmesse auch, weil ich ihr Belegexemplare wieder mitgebracht habe. Und ich habe ihr mittlerweile auch schon mehrere Belegexemplare mitgebracht. Und sie hat gesagt, ich kann ja nicht immer nur Bücher von dir annehmen, jetzt kriegst du auch mein Buch. Das fand ich auch echt, echt schön. Total. Ja. Und wir sind nämlich an diesen Büchern vorbeigelaufen. Da gibt es auch mehrere von in dem Zeichenstil. Und mir gefällt das so unfassbar gut. Ich liebe diesen Zeichenstil. Das ist auch richtig. Ja, und es ist auch von innen so niedlich gestaltet. Dieses kleine Entchen, das dann über Baumstämme hüpft. Ich finde das einfach schön. Das habe ich deswegen natürlich auch schon durchgelesen. Naja, gut, das hat man ja auch schnell durch, ne? Ja, genau. Ja, und ich fand die Empfehlung hier hinten drauf ziemlich gut. Empfohlen für 99-Jährige und Jüngere. Dazu zähle ich mich auf jeden Fall. Jünger als 99 oder 99? Im Geiste schon auch mal ein bisschen älter. Im Geiste ab und zu auch mal 99, ja. Es ist einfach sehr, sehr süß. Hier zum Beispiel träumt das Entchen. Es ist einfach goldig. Richtig gold. Ich bin sehr begeistert. Ja, sehr. Ich liebe das. Okay, ich höre jetzt auf. Okay. Gut, so, und als nächstes Buch wann habe ich denn das bekommen? Auch auf der Leipziger Buchmesse. Du hast ganz schön abgesahnt auf der Leipziger Buchmesse. Die sind aber alle auch nicht selbst gekauft, ne? Ich habe bisher drei Bücher selbst gekauft von den 6, die ich jetzt hier so stelle. Ja. Und zwar habe ich wieder ein Belegexemplar abgestaubt, diesmal von Hannah Fiedner. Auf das mit uns von Becky Albertelli und Adam Silvera bei Arktis erschienen und übersetzt von Hannah Fliedner natürlich und Christel Kröning. Natürlich. Das ist die Fortsetzung von Was ist mit uns? Und das haben die beiden nämlich auch schon übersetzt. Genau. Und ich habe jetzt lange auf die Fortsetzung gewartet und habe gesagt, ich möchte das bitte auch haben. Ja, das habe ich auch schon bestellt. Ja. Ja. Genau, und ich finde, der Klappentext hier hinten spoilert, deswegen sage ich darüber jetzt nichts, sondern sage einfach nur, es geht weiter in der Geschichte um Ben und Arthur. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Ja, stimmt. Schon der erste Satz. Ja, ne? Deswegen. Also, lest auf jeden Fall erst, was ist mit uns, und danach das hier. Lest euch nicht den Klappentext richtig, durch. Genau. Ja. Was ich aber auch sagen muss, ist, ich finde dieses Cover wieder unfassbar schön gestaltet. Ja.
Ich mag das auch. Ja, und die letzte Übersetzung fand ich auch ziemlich cool. Die beiden können das, so lockere Jugendsprache. Ja, total. Richtig. Deswegen freue ich mich da auch schon sehr drauf. Ich freue mich auch. Vielleicht machen wir Buddy Read draus. Ja, können wir gerne machen. Schauen wir mal. Okay, das nächste, was ich bekommen habe, ist auch ein Blick-Exemplar. Für jede Liebe ein Problem von Anita Kelly und bei HarperCollins erschienen. Und das hat auch Hannah Fliedner übersetzt, und zwar zusammen mit Christopher Bischoff. Und von den beiden habe ich dieses Blick-Exemplar bekommen. Also von Christopher habe ich es bekommen. Genau, in diesem Buch geht es um Dahlia, die ist frisch geschieden und will sich neu erfinden und unbedingt an einer Kochshow teilnehmen, beziehungsweise bei dieser Kochshow gewinnen. Und das tut sie dann auch. Und gewinnen oder teilnehmen? Teilnehmen. Das mit dem Gewinnen weiß ich noch nicht. Genau, und an dieser Kochshow nimmt auch London teil. London ist die erste non-binäre Person, die an dieser Show teilnimmt. Und das sorgt für Aufregung? Das klingt jetzt negativ, ich weiß gar nicht, ob es negativ ist, aber naja, das ist auf jeden Fall besonders. Genau. Ja. Und London und Dahlia kommen sich näher in dieser Show, die kochen zusammen, glaube ich, die treten gegeneinander an, keine Ahnung. Die kommen sich auf jeden Fall näher und dann müssen die irgendwann rausfinden, ob ihre Verbindung, Beziehung, was auch immer, wohl auch hinter der Kamera, also in der Realität, halten kann, funktionieren kann. Wow, irgendwie fällt es mir sehr schwer, das zu erklären. Ja, da bin ich auf jeden Fall total gespannt drauf, weil dadurch, dass London halt eine non-binäre Person ist, das viel mit Neopronomen halt zu tun hat. Und ich weiß, dass Christopher und Hannah das schwierig fanden. Ist natürlich auch schwierig, sich da für ein Pronomen zu entscheiden und das so durchzuziehen. Und ich bin ganz gespannt, wie das geworden ist und wie sich das so liest. Und ich glaube, das ist auch eine sehr süße Geschichte. Ja. Ja. Das sieht so nach locker leichter Lektüre aus. Ja. Glaube ich auch schon. Cool. So. Next. Das nächste habe ich zum Glück schon gelesen. Der war es dick. Also Babel von Rebecca F. Kwang habe ich auch im Lesemonat Juni schon vorgestellt. Das ist bei Eichborn erschienen und übersetzt worden von Heide Frank und Alexandra Jordan, mit denen ich auch schon über das Buch sprechen durfte. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Schön, dass du dich selber lobst. Was ich damit sagen wollte, ist, es war sehr gut. Ach so, mit den beiden. Okay. Es war nicht sehr gut, dass ich das gemacht habe. Doch, aber auch sehr gut, dass du das gemacht hast. Ja. Ich habe das zwar schon mal zusammengefasst, worum es hier geht, aber sag's gerne nochmal. Also es geht hier um Robin Swift, der in China geboren wird und dann irgendwann von einer Seuche gerettet wird. Ich sage dieses gerettet in Anführungsstrichen, weil er von einem Vormund aus Großbritannien nach Großbritannien geholt wird und aber mehr oder weniger halt gegen seinen Willen mitgeht. Ne? Also er hat da nicht wirklich Mitspracherecht. Mhm. So, und dann. Dann wächst er in Großbritannien auf und geht studieren nach Oxford und studiert da Übersetzen. Auch das ist nicht seine eigene Entscheidung, sondern das wird ihm von seinem Vormund so vorgegeben. So. Und Babel ist eben das Zentrum, wo dieses Studium stattfindet und wo auch diese ganzen ÜbersetzerInnen sind. Und der Turm nimmt eine sehr zentrale Rolle ein, weil von da die komplette Macht Großbritanniens ausgeht im Prinzip. Die sind nämlich, also das spielt 1836, das heißt, wir sind in der Zeit der Kolonialisierung und Großbritannien ist eine Weltmacht. Ja, und versucht diese Macht auch immer noch weiter auszudehnen. So, und Hauptschaltzentrale ist quasi dieser Turm von Babel. Schaltzentrale, das klingt gut. Toll, ne? Als würden die da alle an ihren Computerchen sitzen. Genau, es sind ein paar fantastische Elemente hier mit eingewoben, aber es geht vor allem auch um den politischen Hintergrund der Kolonialisierung
um die Verbindung von Großbritannien und China vor allem. Und es geht auch viel um Rassismus. Mhm. So könnte man das zusammenfassen. Könnte man. Und das habe ich schon gelesen. Und falls ihr mehr wissen wollt, lese Monat Juni, wobei ich jetzt, glaube ich, auch schon fast alles wieder erzählt habe, oder? Egal, wir verlinken den euch trotzdem. Gut. So. Muss ich aufpassen, dass mein Bücherturm hier gleich nicht zusammenkracht. Weiter geht's mit dem nächsten dicken Schinken. Ja. Oh, du kannst es halt hier hinlegen. Okay. Ja. Der nächste dicke Schinken ist Silberflamme, Band 4 der Phileas-Saga von Bernhard Händel und Robert Corvus. Und ja, ich habe überlegt, auch auf der Leipziger Buchmesse, ob ich mir dieses Buch holen soll, weil nämlich Bernhard Hennen vor Ort war und ich wollte das gerne signiert haben. Und dann habe ich ihn aber leider verpasst. Ja. Und dann hat aber die liebe Jenny von Letters in Life dafür gesorgt, dass ich dieses Buch doch noch signiert bekomme und hat es mir dann zugeschickt. Was ich sehr, sehr cool finde. Richtig, richtig schön. Ja. Und jetzt habe ich Band 3 und Band 4. Jetzt musst du mal weiterlesen. Jetzt muss ich mal weiterlesen, genau. Ist übrigens bei Heine erschienen. Und viel mehr sage ich dazu nicht, weil die Phileas-Saga haben wir schon ein paar Mal vorgestellt in unseren Videos. Ja, und wahrscheinlich würde ich eh nur spoilern, wenn ich mir jetzt den Klappentext durchlese. Ich habe es auch noch nicht getan. Also lasse ich das. Sehr gut. Vorbildlich. So. So, bin ich nochmal dran? Jetzt bist du wieder dran. Ich habe mir Gerland von Wie ich Schwab gekauft. Das ist bei Fischer Tor erschienen und natürlich wieder von Petra Huber und Sarah Riffel übersetzt worden. Und es geht um Olivia, die nicht sprechen kann und es deshalb in der Schule für Waisen und gefallene Mädchen, in der sie ist, relativ schwer hat. Womit sie sich so ein bisschen über Wasser hält, ist ihr das grüne Tagebuch ihrer verschwundenen Mutter, das voller Rätsel und Zeichnungen und sowas ist, in dem sie sehr intensiv immer liest, in der Hoffnung, dass sie darin Hinweise findet, wo ihre Mutter ist. Und irgendwann bekommt Olivia dann einen Brief von ihrem Onkel, der sie einlädt, nach Gerland zu kommen. Das ist der Familienstammsitz, ein altes, abgelegenes Gutshaus, zu dem sie natürlich sofort fährt und dann aber feststellen muss, dass dort etwas Dunkles auf sie wartet. Ja, ein atmosphärischer Gothic-Roman. Ja, danach klingt's auch. Ne? Mhm. Ja, ich finde das Cover richtig schön. Ja, klingt aber auch wieder nach typisch Wie ich Schwab. Ja, bin ich sehr gespannt darauf, auf jeden Fall. Mhm. Das habe ich mir selber gekauft. Okay. Na super. Falls das wichtig ist für die Statistik. Ich sehe gerade, das nächste Buch habe ich mir auch wieder nicht selbst gekauft. Das habe ich zugeschickt bekommen. Und zwar ist das ein Buch, das auch noch nicht rausgekommen ist. Also wirklich. Das Buch Eva von Mac Clothier. Clothier? Clothier? Keine Ahnung. Übersetzt von Edith Beleitis. Und das wird am 24. Oktober 2023 erscheinen. Oha! Ja, es dauert noch ein bisschen. Und ich habe das hier als Rezensionsexemplar in einer Bücherkiste gehabt. Von HarperCollins. Genau. Ja. Und ja. Entschuldigung. Können wir das hier wieder rausschneiden? Ja, können wir schneiden. Das ist Ich mag auf jeden Fall dieses Cover total gerne und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das was für mich. Als ich es mir dann hinten vom Klappentext her durchgelesen habe, habe ich auch direkt gedacht, okay, das ist wirklich ein Buch, was mich interessieren könnte. Deswegen schauen wir mal. Also es spielt auf jeden Fall in Italien zur Zeit der Renaissance und es geht um Beatrice, eine Bibliothekarin im Kloster, die ein bisschen zurückgezogen von den Menschen um sich herum lebt und sich in Bücher flüchtet. Mhm. Sind immer gut solche Figuren, Protagonisten. Auf jeden Fall. Genau. Und ja, sie ist aber neugierig auf die Welt außerhalb der Klostermauern. Und eines Tages ist es so, dass zwei schwer verwundete Frauen vor dem Kloster gefunden werden. Und bevor sie sterben, drücken sie Beatrice ein Manuskript in die Hand, ein geheimes Manuskript.
um das sich viele Geheimnisse ranken. Und da mehr weiß man nicht. Ja. Es geht offenbar um Leben und Tod. Es geht mit also um Eva. Das auch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich. Geht es auch um Adam. Eine geheime Sprache steckt in diesen Seiten und sie erzählt von einer Wahrheit, die manche mit allen Mitteln zerstören wollen. Es klingt auf jeden Fall gut. Und das Cover ist wirklich richtig schön, ja, finde ich. Das finde ich auch. Genau. Ja, und deswegen lasse ich mich da einfach mal drauf ein und guck mal. Aber rezensieren darf ich das eh erst im Oktober. Das heißt, warte dann wahrscheinlich auch noch bis dahin. Mal gucken, ob du es tatsächlich im Oktober liest. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Eher noch später. Aber man wird sehen. Ich finde es auch schön. Das Gold glänzt auch so schön auf dem Cover. So, und dann bin ich schon bei meinem letzten Buch. Schon? Dann bin ich schneller fertig als du. Guck an. Also wirklich. Und das habe ich mir tatsächlich selbst gekauft. Das ist nämlich Dein Bücherregal verrät dich von Graham Snyder. Und das habe ich mir auf Empfehlung von Katharina Marenholz gekauft, vom NDR. Ich habe nämlich nach meinem Urlaub im Juni noch den Eat, Read, Sleep Podcast, den Online-Auftritt, habe ich mir noch angeguckt. Da war ich dabei. Es war sehr schön. Und da hatte sie dieses Buch vorgestellt. Und ich, keine Ahnung, aber wenn ich zu so Lesungen gehe, dann will ich auf jeden Fall immer mindestens ein Buch mitnehmen, was mich daran erinnert. Und das war in diesem Fall halt das. Das ist richtig cool. Ich finde das auch richtig cool. Übersetzt ist das von Sophia Lindsay, ist bei Penguin erschienen und hier wird halt in verschiedenen Comics die Literaturwelt zusammengefasst. Auf sehr lustige, charmante Art und Weise. Ja, total. Ja. Jana hat gerade in der Pause schon mal kurz reingeguckt und ist auch sehr begeistert. Ja, ich bin richtig begeistert. Das ist echt schön. Also da sind wirklich witzige Comics drin, lustige Bilder, viel Doppeldeutigkeiten, Wortspiele und so weiter. Also alles für Büchernerds im Prinzip. Macht richtig Spaß. Ja, genau. Das habe ich aber auch schon durchgeschmökert. Okay, jetzt kommt mein Highlight. Das habe ich schon gelesen. Und zwar Fourth Wing, Flammen geküsst von Rebecca Jaros. Bei DTV erschienen und übersetzt von Michaela Kolodziejczyk. Und das habe ich im Juni gelesen. Ich habe es geschenkt bekommen und habe es direkt durchgesuchtet. Ich war ganz begeistert auf jeden Fall. An nur drei Tagen, ja. Genau, es geht um Violet, die Schriftgelehrte werden will, aber leider ist ihre Mutter Generalin der Drachenreiter und die zwingt sie am Auswahlverfahren teilzunehmen, um Drachenreiterin zu werden, was ein bisschen schwierig ist, weil man das entweder schafft oder stirbt im Prinzip. Und Violet hat schwache Gelenke und hat deshalb Angst, dass keine Drachen sich an sie binden wollen. Außerdem hat sie es sehr schwer, weil ihre Mutter eben Generalin ist und nicht keinen so guten Ruf hat in dem, wie heißt das? College. Wie heißt das? Academy, glaube ich. In der Academy, in der dann dieses Auswahlverfahren stattfindet. Und alle wollen ihr an den Kragen und sie tot sehen. Vor allem ihr Geschwaderführer Xaden, der sie auf den Tod nicht aufstehen kann. Und ja, so viel dazu. Mehr sage ich nicht. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, habe ich im Lesemonat Juni ein bisschen mehr darüber erzählt. Ja, du hast es auch wieder richtig gemacht. Was? Und jetzt nur so angeteasert. Angeteasert. Das, ja, da. Ich übe noch. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja. So, das waren unsere Neuzugänge von April bis Juni 2023. Jetzt haben wir erstmal wieder viel zu lesen. Ja. Damit das nicht auf der Rache landet. Ja. Schauen wir mal. Ja, aber es ist natürlich auch echt schwer, wenn man so ständig Bücher geschenkt kriegt und ungefragt zugeschenkt bekommt. Unverschämt. Hört da bloß nicht mit auf. Nein, es ist auch schön. Ja, total. Ja. Ja, gut. Ich bin mit meiner Ausbeute sehr zufrieden. Ich auch. Punkt. Ihr auch? Sagt mal, was für eine Ausbeute habt ihr so von April bis Juni gehabt? Wie viel habt ihr davon schon gelesen? Wie viel selbst gekauft? Ja,
Ansonsten sagt uns einfach mal, wenn ihr irgendeins von den Büchern schon gelesen habt, schon kennt und uns dafür motivieren möchtet, damit wir es bald lesen. Ja. Das ist immer gern genommen. Auf jeden Fall. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. What?